und man dann immer jedes Jahr auf der Eurobike die gleichen Kollegen wieder trifft, das ein sehr partnerschaftliches, fast freundschaftliches Verhältnis ist. Wer sind Sie und was macht Ihre Firma? Genau, die Firma Ralf Bohle GmbH ist vielleicht etwas besser bekannt unter dem Markennamen Schwalbe. Wir stellen vorwiegend Fahrradreifen her, haben uns spezialisiert auf das Thema Fahrradreifen und Schläuche und auch auf Rollstuhlreifen und Schläuche. Mein Name ist Doris Klütter, ich bin seit über 30 Jahren im Unternehmen, leite seit 2017 die Marketingabteilung und bin eigentlich auch seit den Anfangszeiten zuständig für das Thema Messebau. Wie lange arbeiten Sie schon mit der Firma Prismaplan zusammen? Genau, wir haben recherchiert und tatsächlich arbeiten wir schon seit Mitte der 90er Jahre mit Prismaplan zusammen. Das hat uns jetzt selber überrascht, da es schon so lange ist und wir fast auch 30-jähriges Jubiläum zusammen feiern können. Ja, also schon eine ganze Zeit. Man kennt sich schon sehr lange und sehr gut. Ja. Wie sind Sie auf Prismaplan aufmerksam geworden? Zusammenarbeit wurde oder der Kontakt wurde hergestellt über unsere damalige Werbeagentur. Wir waren mit dem bisherigen Messebaupartner nicht so zufrieden und haben dann die Empfehlung bekommen und haben gleich im ersten Jahr ganz spannende Dinge umgesetzt. Der Fahrradreifen an und für sich ist ein relativ schwieriges Produkt. Der ist schwarz, der ist rund, der sieht nicht besonders sexy aus, weil er eben durch seine inneren Werte überzeugt. Und da war Prismaplan wirklich immer ein sehr kreativer Partner, um dieses Produkt in Szene zu setzen, tatsächlich. Mit Licht, mit speziellen individuell angefertigten Präsentern, wie man also Reifen präsentiert oder auch als überdimensionales Produkt darstellt auf dem Messestand. Da haben wir in den vergangenen Jahren wirklich einiges Spannendes umgesetzt. Welche Wünsche hatten Sie an den Messebauer? Die wichtigsten Punkte sind Zuverlässigkeit natürlich, Termin einhalten, sowohl in der Vorarbeit zur Messe hin, als auch natürlich dann an den Aufbautagen. Vernünftiger Übergabetermin, das ist uns sehr wichtig, weil wir da auch andere Erfahrungen gemacht haben, dass es nicht immer so geklappt hat. Und das klappt wirklich hervorragend. Wichtig ist eben auch immer Kreativität und dass man immer ja, am Puls der Zeit ist, was Materialien betrifft, was Lichttechnik betrifft, State of the Art, Messebau eben, das dann auch, und das war in den vergangenen Jahren immer so, dass dann eben Prismaplan auch kommt und sagt, da gibt es was ganz Neues, LED-Technik oder Nebelmaschine oder einfach neue Oberflächenmaterialien, wo wir dann quasi uns immer weiterentwickelt haben im Laufe der Jahre. Und ja, es immer spannend war und immer der Stand immer wieder einen anderen Look bekommen hat auch. An welchen zusammen realisierten Messestand erinnern Sie sich gerne zurück? Also so ein kleines Highlight liegt schon etwas länger zurück. Und zwar war das, glaube ich, 2004. Da haben wir auf der IFMA oder Intercycle hieß sie damals, ganz kurzfristig uns überlegt, dass wir einen zweiten Messestand, also neben unserem Schwalbe Hauptstand, haben wir noch einen kleinen zweiten Stand realisiert mit den Balloon Bikes. Das waren eben, oder Balloon Bike Reifen haben wir entwickelt, um quasi so eine Luftfederung ans Fahrrad zu bringen. Und da haben sich Agentur und Messebauer nochmal so richtig frei austoben können. Da gab es schwebende Räder, schwebende Reifen, da gab es Nebel, da gab es Lichteffekte und das war ein echtes Highlight, wo auch dann die Presse so drüber berichtet hat, weil das war, also da stand jetzt nicht so Marke und Produkt im Vordergrund, sondern da wurde dieses ganze Konzept dargestellt und das war tatsächlich ein Highlight. Auch spannend finde ich jetzt gerade die letzten Jahre in der Entwicklung, wo wir sehr viel mit Holz und mit nachhaltigen Materialien arbeiten, was eben auch bei unserer Kundschaft sehr gut ankommt und auch sehr gewertschätzt wird und was aber auch nochmal einen anderen Look in den Stand gebracht hat, wo wir früher mal viel mit Metall gearbeitet haben und jetzt eben so mehr auf Holz und dann tatsächlich auch Gummibaumholz, um so ein bisschen die Brücke zum Produkt zu schlagen, arbeiten. Das finde ich persönlich auch so eine schöne Entwicklung einfach. Welche Ergebnisse
wurden durch die Zusammenarbeit erreicht. Ja, also grundsätzlich war es eigentlich in all den Jahren so, dass wenn dann die Mannschaft zum Stand kam, und die hatten ja vorher nur ein paar Visualisierungen gesehen, dass die einfach immer wieder überrascht waren und gesagt haben, boah, das ist jetzt der tollste Messestand, den wir je hatten. Und natürlich gibt es immer so ein bisschen, oder müssen wir auch gucken, wo geht der Messetrend hin. Früher haben wir sehr viel Bewirtung gemacht, brauchten sehr viel Sitzmöglichkeiten und so weiter. Und wenn man sich dann so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, sind nicht alle Kollegen immer glücklich damit. Aber am Ende des Tages versuchen wir doch auch, so den Messetrend, also wo geht das Thema Messe grundsätzlich hin, wozu nutzt man die Messe, dass wir das eben auch im Stand sehr gut widerspiegeln. Und das hat, glaube ich, immer gut geklappt. Und wir arbeiten ja in der Regel so 2-3 Jahre mit einem Konzept, was man dann im Laufe der Jahre immer noch so ein bisschen verfeinert und die Details einfach anpasst. Wie fühlt sich für Sie die Zusammenarbeit mit Prismaplan an? Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir ja mit Ihnen, Herr Trafi, seit den Anfangstagen zusammenarbeiten, unterschiedliche Projektleiter hatten und jetzt mit dem Herrn Russos auch, also gefühlt auch schon über 10 Jahre zusammenarbeiten. Das klappt wirklich super. Der Herr Russos ist sehr akribisch, der ist sehr pushy, was Deadlines betrifft, was uns aber auch weiterhilft und wir immer ein gutes Gefühl haben, dass dann auf der Messe auch alles klappt. Wir betteln uns immer gegenseitig so ein bisschen, wie früh wir den Übergabetermin schaffen auf der Messe. Wir sind jetzt im Moment bei 12 Uhr. Da sind alle anderen Nachbarstände immer sehr neidisch, wenn die sehen, wie früh wir fertig sind. Und das ist für unser Team einfach auch eine absolute Entlastung. Und was natürlich auch super ist, wir kennen auch mittlerweile die ganzen Kollegen, die beim Aufbau beteiligt sind. Also das sind, glaube ich, so zwei Merkmale, die Prismaplan und Bohle und Schwalbe auch verbinden, dass wir sehr lange Mitarbeiterzugehörigkeiten haben und man dann immer jedes Jahr auf der Eurobike die gleichen Kollegen wieder trifft, das ein sehr partnerschaftliches, fast freundschaftliches Verhältnis ist, man immer viel Spaß hat beim Messeaufbau, was, glaube ich, auch nicht auf allen Messeständen unbedingt der Fall ist. Und die Kollegen wirklich super hilfreich sind, man mit jedem Detail kommen kann. Ich brauche noch einen Haken für das Handtuch in der Küche und es wird organisiert. Und das ist wirklich, das ist klasse einfach, die Zusammenarbeit. Wem würden Sie eine Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Eigentlich allen Firmen, die einen zuverlässigen Partner suchen, die vielleicht auch eine langjährige Partnerschaft suchen, die kreativen Messebauer wünschen, der eben auch Lösungen bietet für das spezielle Produkt, dass man eben nicht nur Dinge von der Stange hat, sondern sich da auch Gedanken gemacht wird, wie kann man dieses spezielle Produkt jetzt irgendwie in Szene setzen und highlighten und eben immer mit der neuesten Technik auch präsentieren.